Es war einmal ein kleines Mädchen. Doch dieses Mädchen ist gar nicht mehr so klein, sondern sie ist schon erwachsen. Doch als sie noch ein kleines Kind war, hatte sie ein Buch sehr gern. Und dieses Buch ist Momo von Michael Ende. Ich glaube, jeder von uns kennt die Geschichte der kleinen Momo, die urplötzlich in einem Dorf auftaucht und ohne dass sie viel sagt, sofort die Herzen der Dorfbewohner sowie Erwachsenen und Kinder gewinnt. Und die Geschichte der grauen Herren, die wie böse heimliche Versicherungsvertreter den Erwachsenen die Zeit stehlen und die auch hinter Momo her sind, weil sie etwas ganz Besonderes ist. Ich habe als Kind Momo sehr, sehr gern gelesen und ich glaube, ich habe mir das damals aus der Bibliothek ausgeborgt. Da sind wir noch sehr, sehr oft in die Bibliothek gegangen und ich habe mir immer so einen riesen Stapel mitgenommen. Und einmal war Momo darunter und weil ich ein bisschen nostalgisch veranlagt bin, wollte ich auch unbedingt wieder diese Ausgabe haben mit als Hardcover aus diesem Verlag. Was ist das? Das ist der Thienemann Verlag. Und weil ich halt auch dieses Cover so sehr mag, ich meine, es ist ja auch jetzt wieder neu aufgelegt worden, als sei es als Taschenbuch erschienen oder als Neuauflage. Aber ich wollte unbedingt dieses haben, gerade auch wegen dem Feeling, wie es sich wieder anfasst und um diese Kindheitserinnerung halt noch mehr zu vertiefen. Und gerade lese ich es auch meinem Freund vor. Wir sind schon relativ weit. Und um ihm mal zu zeigen, weil er gesagt hat, er kennt Momo gar nicht. Und ich so, was, du kennst Momo nicht? Und dann musste ich ihm das unbedingt vorlesen, weil ich die Geschichte so gern habe. Und ich finde halt, dieses Buch ist ein ganz besonderes Buch, gerade weil es auch ein sehr wichtiges Thema anspricht, die Zeit. Und dass die Erwachsenen kaum Zeit haben für die Kinder. Und dass die Kinder aber das Bedürfnis haben, auch mal mit den Erwachsenen Kontakt zu haben. Und dass die aber nur an ihre Arbeit denken und an ihre eigene Zeit. Und als Kind habe ich dann schon drüber nachgedacht und gedacht, dass es eigentlich ziemlich traurig ist, dass die Erwachsenen keine Zeit für die Kinder haben, dass sie nur an sich denken und so die Kinder links liegen lassen und dass auch Momo keiner mehr besuchen kommt. Das fand ich sehr traurig. Und gerade jetzt als Erwachsener merke ich, dass das nicht nur Fiktion ist, was er geschrieben hat, sondern dass es auch irgendwo ein klitzekleines Körnchen Wahrheit hat. Denn ich finde, je älter ich werde, desto weniger Zeit habe ich. Oder es kommt mir jedenfalls so vor, als wenn ich keine Zeit habe. Im einen Moment bin ich in der Mitte des Jahres und dann plötzlich haben wir wieder Silvester. Oder ich bin am Anfang der Woche und denke, ach ja, für die Aufgabe hast du noch 2 Wochen Zeit. Und plötzlich sind die Wochen um und ich weiß gar nicht, wie mir geschieht. Und ich finde, das hat Michael Ende sehr gut erkannt und in diesem Buch wirklich sehr, sehr gut festgehalten. Und zum Schluss möchte ich euch jetzt nochmal meine Lieblingsstelle daraus vorlesen. Weil ich mag ja auch gern Rätsel und so. Ich mag das sehr gern, wenn in Büchern so Rätsel vorkommen, wo man dann ein bisschen selber mitdenken muss. Und an einer Stelle stellt Meister Hora der Momo eine Frage. Ist das überhaupt die Seite? Nein, natürlich nicht. Aber ich habe doch einen Zettel reingemacht. Ah, da. So. Löst du eigentlich gern Rätsel? Fragte er beiläufig, während sie weiterging. Oh ja, sehr gerne, antwortete Momo. Weißt du eines? Ja, sagte Meister Hora und blickte Momo lächelnd an. Aber es ist sehr schwer. Die wenigsten können es lösen. Das ist gut, meinte Momo. Dann werde ich es mir merken und später meinen Freunden aufgeben. Ich bin gespannt, erwiderte Meister Hora, ob du es herauskriegen wirst. Hör gut zu. Drei Brüder wohnen in einem Haus. Die sehen wahrhaftig verschieden aus. Doch willst du sie unterscheiden, gleicht jeder den anderen beiden. Der erste ist nicht da. Er kommt erst nach Haus. Der zweite ist nicht da. Er ging schon hinaus. Nur der dritte ist da, der kleinste der drei. Denn ohne ihn gäb's nicht die anderen zwei. Und doch gibt's den dritten, um den es sich handelt, nur weil sich's der erst in den zweiten verwandelt. Denn willst du ihn anschauen, so siehst du nur wieder immer einen der anderen Brüder. Nun sage mir, sind die drei vielleicht einer? Oder sind es nur zwei? Oder ist es gar keiner? Und kannst du, mein Kind, ihre Namen mir nennen, so wirst du drei mächtige Herrscher erkennen. Sie regieren gemeinsam ein großes Reich und sind es auch selbst, darin sind sie gleich. Wenn du wissen möchtest, was die Antwort auf dieses Rätsel ist, solltest du dieses Buch lesen. Und zum Abschluss wollte ich noch sagen, dass dieses Buch mich nachhaltig beeindruckt hat, dass ich es immer noch liebe und es auch weiterhin lieben werde.